Oh, han gör att kiss i mamma. Alltså. Hallå. Wer kennt mich noch aus den Streams und so? Aber du weißt, dass ich noch lange nicht. Wie das mir kommt. Jetzt wird es mal Zeit für das Video. Und ich habe nämlich seit 2 Monaten kein Video mehr gebracht. Und jetzt wird es mal Zeit. Und ich wollte noch erzählen, dass ich so weitergehe auf dem Kanal und so. Vielleicht kommen jetzt nicht jede Woche Videos oder nur 2 Wochen. Oder ich weiß nicht so genau. Einfach. Ja, genau. Und was für Videos? Weiß auch nicht so genau. Vielleicht Reactions, vielleicht Gaming. Ich muss mal so schauen, dass mir mal so Spass macht. Und zu den Streams gibt es ein kleines Problem. Vielleicht weiss jemand, was das Problem ist, wo ich finde es nämlich nicht. Ich streame mit OBS und wenn ihr das nochmal streamen, dann ist das irgendwie so scheiß Qualität. Und ich weiß nicht warum. Und beim Stream heisst es hier, Empfehlung für die Einstellung der Stream-Plattform ignorieren, maximale Videobitrate 51.000 KBS, maximale Audiobitrate 160 KBS oder KPS. Ich habe schon Videos angeschaut, warum es das ist oder so, aber ich habe nichts gefunden. Und darum, vielleicht hätte ich es schon gehabt. Nein, ich kann euch hier noch meinen PC zeigen. Das sieht so aus. Ehrlich sollte der Lüfter hier noch leuchten. Aber, als ich ihn bestellt habe, hat es geheißen, wir sollen hier so einen Hub mitliefern. Gott, man sieht es nicht. Weil vor allem, wir sollen so einen Hub noch kaufen. Gut, dann habe ich den Hub gekauft. Und bei dem scheiß Hub ist einfach das scheiß Kabel nicht dran gewesen, das hier oben das Mainboard muss anschliessen. Weil es so ein Verbindungskabel Strom gibt. Und es ist nicht mitgeliefert worden, also muss ich jetzt vielleicht noch, wenn ich bestelle und so. Dann sollte der Lüfter hier noch RGB-Lüfter. Und das ist meine Tastatur. Das ist Corsair K55. Und das ist meine Maus, Corsair Harpoon, irgendetwas, Kabu oder so. Und das Mousepad hat mir Raphael geschenkt, das ist ein richtiger Ehrenmann. Und dann habe ich hier noch 2 Monitore. Hier mein Mikrofon, ist halt ein bisschen umaufgeräumt, aber egal. Das ist mein Controller, das ist einfach ein Xbox 360 Controller. Und dann habe ich hier oben eingesteckt. Das ist meine professionelle Haltung für die Kamera, das ich gerade zeigt. Jetzt kann ich noch erzählen, was im PC verbaut ist. Da kommt es hin, ich habe sogar eine Verpackung. Das Mainboard ist das B450M Pro 4-F. Und dann habe ich ein SpeeQuiet System Power 9 400 Watt Netzteil mit 18+ Bronze-Zertifizierung. Mit 18+ Bronze. Mit 18+ Pro. Mit 80. Mit 80+ Bronze-Verifizierung. Das ist jetzt eben noch der Lüfter dazu bestellt. Ihr seht es nicht so gut mit dem Kleber, aber ihr seht, wie das leuchten. Das ist meine CPU, AMD Ryzen 5. Ich weiß nicht, wo das draufsteht, aber es ist auf jeden Fall 2600. Nein, hier 240 GB SSD eingebaut von Corsair. Egal. Ich habe hier aber noch 500 GB HDD eingebaut. Die habe ich mal im MacBook gekauft, aber dann habe ich SSD gekauft und die dritte. Und genau, die habe ich übrig gehabt und die habe ich jetzt eingebaut. 240 GB ist wirklich ein wenig. Dann habe hier noch G-Scale RAM, das passt jetzt halt schon weg. Und zwar der Aegis DDR4 Gaming Memory. Und dann kommen wir mal zu dem, was die meisten interessiert, nämlich Grafikkarten. Es ist eine saubere Grafikkarte. Eigentlich wollte ich die 1660 bestellen. Das habe ich dann auch gemacht. Und jetzt geht es, sie kommt erst in einem Monat oder so. Das war auf jeden Fall am letzten Tag von der Ferien. Das ist natürlich nicht so nice. Und zum Glück hat dann ein neuer Vater einen neuen auf Duty gefunden. Das war ein 1660. Super gewesen, das war schon gebraucht, aber es war egal, so lange es noch funktioniert, finde ich. Und es war sogar noch 10 Franken billiger gewesen. Und es ist super Edition. Genau, das ist echt das Zeug, das in meinem PC verbaut ist. Und das war das, was ich erzählen kann. Und wie schon gesagt, ich weiß nicht genau, wann, was für Videos werden kommen. Mal schauen. Aber genau, ich versuche jetzt einfach ein bisschen mehr zu machen. Versuchen. Mir ist noch etwas in Sinn gekommen. Ich habe übrigens meinen Namen von meinem YouTube auf der Miku geändert. Mein Spitzname ist ja Miku, vielleicht wusste es ein paar. Miku ist halt nur so 1, 2, 3, 4, 5 Buchstaben. Und das ist ein bisschen blöd, weil ja, der ist halt nicht mehr freigegeben und so. Darum haben sie den noch vor dran getan. Zum Beispiel bei Epic Games Account und bei PlayStation Account und so heiße ich auch der Miku. Da dachte ich, ja, ist echt ganz gut. Ich meine, ich heiße nicht Milu und das ist auch nicht meine Abkürzung, also MiluTube oder so. Also genau, habe ich es jetzt geändert. Und dann würde ich sagen, ist es gewesen mit dem Video. Bis nächstes Mal, euer Miku.